ich wollte den ja nie nicht küssen. Vielleicht habe ich sie da auch unter Druck gesetzt. Und dann ist es halt so, dann nehme ich mir einfach das, was ich brauche. Melissas Mandelbehandlungsmarathon. Ich muss aufs Klo. Janni gibt uns den Rest. Ich bin nicht sicher, ob die Werbung lief für Bachelorette. Da meinte der Janni, wenn ich da hingehe, gewinne ich das. Die Familiendate. Ich habe ja meine Kooperationspartner. Bist du YouTuberin? Ich schreibe jetzt noch ein Buch. Willkommen zu Bachelorette. Heute bei Die Bachelorette. Kann es noch unangenehmer werden als vergangene Woche? Yay! Man glaubt das kaum. Okay, aber warum ist Janni eigentlich noch da? Das ist ein großer Schritt. Normale Eier, dicke Eier, große Eier, kleine Eier. Freue mich, euch zu sehen. Ein Stück weit fällt es mir schwer, weil ich möchte ungern eine Frau teilen. Ich habe mir überlegt, dass wir heute mal von der gesamten Reise die schönsten Momente aufmalen. Male nach Zahlen heute das schönste Ferienerlebnis. Leander malt offensichtlich ein Symbolbild für die gesamte Staffel. Nein, nein, oh Gott. Wir müssen uns die Momente im Herz merken und die dann aufzumalen, das ist dann nochmal was ganz, ganz Schönes. Doch, jetzt reicht's aber. So schön. Das Gute an der Sache, sollte Melissa oder ihr Künftiger irgendwann mal nicht mehr richtig einschlafen können, sie muss sich dann einfach nur selbst beim Reden zuhören oder eben ihr Partner ihr. Also Moritz ist mega kreativ. Diese Spiegelung vom Sonnenuntergang aufs Wasser und... Ich traue mich nicht, uns zu malen, weil ich im Menschenmalen echt schlecht bin. Dann male ich uns, weil ich ja immer viel lache. Ja, ich finde es nicht schlecht. Melissa ist wie mein Kunstlehrer, wenn er meinte, er muss einfach nochmal mein Bild ein bisschen verschönern und irgendwas Hässliches reingemalt hat. Was war dein schönster Moment? Der Moment, alles. Wir haben uns viel erzählt. Alles andere passt hier nicht drauf. Ich habe auch gesehen, dass ganz rechts bei Janni Hashtag Love stand. Ja, bei Janni fehlt noch was. So, jetzt ist es perfekt. Mein schönster Moment der Staffel ist sehr eindeutig. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Welcher Künstler hat Melissa wohl am meisten berührt? Pietro natürlich, oder? Ich dachte mir, wir schauen mal ein Filmchen. Sollen wir einen Horrorfilm gucken? Ich glaube, ich habe eher was Romantischeres ausgesucht. Naja, also Janni ist ja da, also doch Horror. Film ab. Das sind meine Eltern. Hallo liebe Melissa, mach's ganz einfach, höre auf die Stimme deines Herzens, dann triffst du die richtige Entscheidung. Lass euch gut gehen. Tschüss, viel Freude noch. Ciao. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber mega. Aber Moment, Leander hat eine intakte Familie. Wie zur Hölle ist er durch das RTL-Casting gekommen? Es gibt auf jeden Fall auch was Gutes an der aktuellen Situation. Uns bleiben diese schlimmen Dates bei den Eltern zu Hause erspart. Eine Überraschungsbotschaft gibt es natürlich auch für unsere Bachelorette Melissa. Du bist phänomenal, phänomenal. Film ab. Hallo Melissa, hallo Daniel. Ich bin Jürgen, Daniels Papa. Nein, war der süß. Fallweise kann Daniel auch etwas stur sein. Daniel ist ein junger, verantwortungs- und selbstbewusster Mann. Er ist zuverlässig. Es klingt wie eine durchschnittliche Beschreibung auf eBay Kleinanzeigen. Ganz ruhig, Daniels Papa ist schon vergeben. Da geht dein Sohn zur Bachelorette und du musst vor der Kamera einfach so tun, als hättest du ihn nicht schon längst enterbt. Da, oh, auf die Videobotschaft von Janis Familie bin ich auch sehr gespannt. Mach dein Ausschuh, mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne. Ah ja. Hi Melissa. Hallo Janni, zuerst hier geht's allen gut. Wir vermissen dich sehr, du fehlst. Ich hoffe, dir geht's auch sehr gut da und ihr habt eine schöne Zeit. Melissa, ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Vielleicht bis bald. Janni, bleib so, wie du bist, Mann. Ja, Schatz. So erlebt wie heute habe ich den Janni noch nicht. Für den Janni ist sein Cousin 30. Grades gekommen, den er schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Der Rest hatte keinen Bock. Wenn wir eines aus dieser ganzen Trash-TV-Arie gelernt haben, dann die falschesten Menschen können auf jeden Fall auf Knopfdruck heulen. Ich liebe euch alle und danke, danke, danke. Ganz gut, dass du auch Gefühle zeigen kannst. Ja, ich verdränge sie oft. I know. Das ist der Grund, warum ich sowas nicht sehen will. Das ist schön. Das sind so meine Bezugspersonen. Ja, die wissen so ziemlich alles über mich. Janni kann sich das nicht anschauen und wir können uns ihn nicht anschauen. Das passt doch wirklich perfekt. Ach, guck mal, ein drittklassiger Schauspieler ist er also auch noch. Ich glaube auch, dass das Freudentränen sind, weil die Verwandtschaft nicht irgendwelche schlimmen Geschichten von ihm ausgepackt hat. Jetzt gibt's aber tatsächlich noch eine Überraschung für ihn. An alle, die ihn mögen. Ihr dürft kommen. Was? Okay, dann halt alle Familien, jetzt dürft ihr kommen. Dieses Jahr wird es so sein, dass wir uns
hier auf Kreta kennenlernen werden. Ich habe jetzt definitiv weniger Angst. Naja, ist ja auch egal. Es hat jedenfalls was von einem Scheunenfest von Bausuchtfrau, oder? Ich, wenn ich im Urlaub verschlafen habe und das Buffet nicht verpassen möchte und deswegen einfach schnell im Nachthemd ins Restaurant gehe. Als erstes lernt Melissa endlich Daniels Papa besser kennen. Was möchte ich schließen? Ja, alles. Vieles, einfach vieles. Ja. Vieles. Das ist, wenn man da so eine schaut, die Küste und das blaue Meer dahinter, das schaut wunderbar aus. Ich liebe dich. Das Schöne ist ja, dass diese Familiendates immer noch genauso unangenehm sind wie auch zuvor. Aber ein bisschen enttäuschend ist es natürlich, dass wir jetzt nicht mehr die Kinderzimmer der Jungs kennenlernen. Naja, was genau mag eigentlich Daniel an Melissa? Berge, 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 Berge. Daniel hat ja gesagt, dass er noch nie eine Frau oder Freundin vorgestellt hat. Nie ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich werde, wenn ich zu Hause bin, werde ich mir einen Instagram-Account anlegen und dann werde ich ein Follower. Er macht sich Instagram und folgt mir. Ja, ganz vielleicht bekommt der Papi ja dann auch 20% Rabatt auf irgendwelche Duftkerzen. Wer folgt Melissa nicht? Ich glaube, jeder, der nicht schlafen kann, schaut sich einfach schnell ihre Story an und gut ist. Ein weiterer Nachteil an dieser neuen Version: es gibt keine Schrankwände und keine Fliesentische. Für mich ist wichtig, dass die Chemie stimmt, dass man sich in die Augen schauen kann und es passt einfach. Das war die schönste Antwort, die er hätte geben können. Der Kunterscher, zu früh. Er hat also doch was mit dem Janni gemeinsam. Dafür haben er und Melissa gleich auch noch Zeit für sich ganz allein. Was ich noch gerne mache, ist die Kraulen. Ich höre dein Herz nicht schlagen heute schon. Melissa 2020. Janni holt schon mal seine Daniel-Voodoo-Puppe raus und sticht gleich wie wild auf sie ein. Ja, gut gesagt. Ah, war das eine Anspielung auf den Kuss mit Janni? Apropos, Daniel hat ja überhaupt gar nicht gefragt, wie er war. Hashtag Anzeige. Am nächsten Tag trifft Melissa auf Moritz und die kleine Familie seines Bruders. Der Ruhige. Oh, ist er der Ruhige? Also hier zeigt er sich sehr ruhig. Warum ist er sonst nicht so ruhig? Würde ich jetzt nicht sagen. Weniger, nee. Ja, so kennen wir unseren Moritz überhaupt gar nicht. So ganz ohne Spritze im Arm. Moritz' Bruder ist braunhaarig, seine Schwägerin ist blond. Ihr Kind hat aber rote Haare, genau wie Moritz. Spannend wie ein Krimi. Aha. Ich finde, das ist so eine Bindung, die man dann hat, wenn man sich Blicke austauscht und einfach ein gutes Gefühl geben kann. Und das war leider nicht der Fall heute. Ich kann mir ja meine Zeit selber einteilen. Also ich habe ja meine Kooperationspartner. Bist du YouTuberin? Besser als gar nichts, finde ich schon mal. Ist ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben. Ich schreibe jetzt noch ein Buch. Warum? Wer will das lesen? Ja. Cool. Ich habe ja auch viel Zeit. Jetzt. Jetzt, ja. Melissa schreibt ein Buch, so richtig mit Buchstaben und Wörtern. Wie viele Seiten hat dann dieses Tagebuch? 3? Wenn Melissa dann in ihrem Buch von der spannenden Bachelorette-Zeit erzählt, dann reicht natürlich eigentlich auch ein Post-it. Ich werde erst mal reisen. Bin ja noch ungebunden. Könntest du auch jemanden mitnehmen? Ja, eben. Dann dachte ich dann auch so, okay, alles klar. Ich wünsche mir so ein Bier. Wäre er dir denn draußen aufgefallen, wenn du ihn jetzt in Stuttgart irgendwo gesehen hättest oder so? Wahrscheinlich eher weniger. Da bin ich ehrlich, ja. Spannend, aber ich habe noch einen Gedanken zu Melissas Buch, wie man eine Laugenstange beim Bäcker kauft. Ja, war ein schöner Tag. Ja? Ja, ich fand's mega cool. Ich weiß halt, wie aufgeregt ich war, wenn ich am Anfang mit dir gesprochen habe oder so. Ich hatte einen guten Eindruck so. Echt? Ja, du klingst so erstaunt. Moritz hat ganz offensichtlich eine andere Wahrnehmung. Aber noch mal ganz kurz zu Melissas Buch. Pietro Lombardi, die Biografie. Du hast dann so, ja, ich möchte reisen und... Gut, dann klang das vielleicht egoistischer, als ich es meine. Du weißt ja, dass ich auch gern reisen möchte. Du sprichst dann nur von dir. Ja, sie reist natürlich gerne. Ins Sommerhaus oder ins Dschungelcamp wahrscheinlich. Du redest nur von dir, dabei will sie doch im Mittelpunkt stehen. Leicht oder eben nicht leicht, und mir alles fällt. Ich muss kurz einen Break machen, ich muss aufs Klo. Ich komm gleich. Alles gut. That's Melissa. Achtung, Melissa muss vielleicht aufs Klo, aber richtig verkackt hat es hier nur der Moritz. Das war schon nicey. Nicey? Nicey, ja. Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war wirklich so, hä? Es war jetzt heute ein guter Zeitpunkt gekommen. War halt nur ein Bussi. Steh ich noch auf? Also gut. Aber ich sag so, tschüss.
Leute, ihr wisst, ich bin Moritz-Fan, aber was ihr da gerade abgeliefert habt, das ist wirklich sehr unangenehm. Sag mal, hat Moritz vielleicht seine Nichte? Neffin natürlich einen Kickgutschein gegeben und sie hat sein Outfit zusammengestellt. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Heute treffe ich ja die Familie von Janni. Wir denken das Gleiche. Okay. Also das war fast eher verschreckend. Ich habe meine Kopie gefunden in weiblich. Ich habe es geahnt. Ich habe meine Kopie gefunden in weiblich. Darin bin ich gut, dass alle mich hassen. Wenn das mit Melissa nichts werden sollte, wir haben ja schon eine heiße Kandidatin, die den Janni ganz toll findet. Warum habt ihr ihn angemeldet? Also das würde das mich mal interessieren. Das ist das Interessante. Sag, warum ihr mich angemeldet habt, Leute. Sie wollten ihn halt einfach loswerden. So sieht das aus, wenn man Begeisterung für Janni vorspielen muss. Ich meine, ich bin mir sicher, ob die Werbung lief für Bachelorette, fürs Anmelden oder irgendwas lief da. Und da meinte der Janni, wenn ich da hingehe, gewinne ich das Ding locker. Nein, das stimmt nicht. Moment, das stimmt nicht. Das stimmt die nicht. Wortwahl war vielleicht nicht 1:1, nein, aber... Nein, das stimmt nicht. Ich korrigiere wirklich. Ich habe gesagt, wenn ich da hinkomme und die Frau mich interessiert, dann möchte ich auch viel dafür tun. Jetzt wollt ihr mich echt abschießen. Ja, die sind voll am Schießen jetzt gerade. Sei ehrlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du gesagt hast, ich das Ding. Ich habe es aber irgendwie gar nicht so böse aufgenommen. Wie soll eigentlich ihr Buch heißen? Wie man sich den falschen Mann angelt. Dass er hier nur für Fame mitmacht, das nimmt sie ihm überhaupt nicht übel. Aber dass Moritz alleine reisen möchte, das geht überhaupt nicht. Dieser Egoist. Alles klar. Janni hat ja in der Vergangenheit nicht meinen Geschmack gehabt. In Richtung Frauen, wenn ich ehrlich bin. Melissa ist sehr natürlich. Tatsächlich hat er nicht viel Glück mit Frauen. Naja, also weil die Frauen eigentlich bisher immer so schlau waren, dass sie einfach direkt wieder weggerannt sind. Schon krass, wie blind Melissa in Bezug auf den Janni eigentlich ist, oder? Das einzig Gute ist, dass der Janni wesentlich stiller ist, wenn seine Verwandtschaft da ist. Kann das alles echt sein, weil es ist so perfekt? War mein Gefühl. Aber meint er es zu 100% ernst? Auf jeden Fall. Glaubt ihr, sie wäre gut für mich oder glaubt ihr, das wäre eher Stress? Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Könnte RTL bitte einfach den Grillen-Sound wieder wesentlich lauter drehen? Melissa findet den Janni perfekt. Ich vermute mal, dass das auch wirklich die einzige Gemeinsamkeit ist. Nach Sonnenuntergang haben Melissa und Janni Zeit, das weiterzuentwickeln, was in den letzten Wochen zwischen ihnen entstanden ist. Ich fand's einfach mega gewesen. Es gibt auch ja, ziemlich gute Gründe, dass man mit Janni befreundet ist. Neben ihm wirkt wirklich jeder sympathisch. Was passiert hier gerade? Es war für mich so. Also es war zu schnell, so dieses zu viel. Zu schnell, zu schön. Zu schnell, zu viel. Zu schnell, zu schön. Seid einfach ehrlich. Nein, das hat nichts mit dem Trauma. Ich bin eine Frau, Abstand von mir. Ich bin eine Frau. Oh, oh. Was, wenn Melissa ihm gleich die Nase krumm haut? Ich werde auch wieder alles gerade biegen. Schade eigentlich. Zu schnell, zu schön. Zu schnell, zu viel. Wie bei der diesjährigen Sommerhaus der Star-Staffel. Aber du bist diejenige, die gesagt hat, ich bin eigentlich voll anhänglich und voll... Ich weiß, schon. Aber dann war es mir zu schnell, zu viel. Zu schön. Zu viel. Okay. Zu wenig, Mel! So, ich respektiere das, aber trotzdem brauche ich das in dem Moment, dieses... Einfach mal einen Kuss, einfach mal dieses... Ja, such den Fehler bei dir, nicht bei mir. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so wohl neben jemandem gefühlt. Was war das? Also es war komisch und ich wollte den Janni heute auch eigentlich nicht küssen. Ich habe es gebraucht in dem Moment. So, es war mir einfach wichtig, dass sie mir, bevor sie geht, trotzdem noch einen Kuss gibt. Vielleicht habe ich sie da auch unter Druck gesetzt, aber ich brauche das einfach. Dann ist es halt so. Dann nehme ich mir einfach das, was ich brauche in dem Moment. Naja, ich meine, finde ich schon ein bisschen plump. Immerhin wissen wir jetzt auch, warum das Budget für die Dates einfach so wesentlich geringer ausfiel. RTL musste jemand einstellen, der diese ganze Kotze wegwischt, die Jannis Gelaber einfach verursacht hat. Wie kann man so sein? Echt? Wie? So, wie du. Weißt du, das, was dir gefällt? Es ist halt wirklich im Alltag nicht so, dass man dann, heute küsse ich den, morgen küsse ich den. Und dann ist es eine schwierige Situation, weil Janni für mich schon was Besonderes ist. Er ist ja maximal besonders creepy. Melissa hat also Probleme, mehrere Männer in einer Woche zu küssen. Auch Leander sucht nach Gewissheit. Man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Janni sagt das nie. Wie viele Freundinnen haben Sie denn bisher vom Leander schon kennenlernen dürfen? Darf ich das sagen? Aber ja. Sag es. Ich habe zwei kennengelernt. Mhm. Was ich dir mitgeben kann auf den Weg zum Leander hin? Bananenbrot vielleicht. Der Papi verabschiedet sich ganz schnell wieder. Dann haben die beiden natürlich noch ein bisschen Zeit für Zweisamkeit. Claudia Obert, du hast gesagt, du guckst dir hier immer wieder mal Videos auf dem Kanal an. Du musst jetzt ganz stark sein. Ich mach mal hier den Wein auf. Aber diesmal... Prosecco. Du musst schon. Sag mal. Soll ich's machen, ja?
Oh Gott. Sag einfach Bescheid, gell? Ich sag Bescheid, wenn ich fertig bin. So wie er die Flasche eröffnet, trinkt er normalerweise immer nur so Trinkpäckchen für Dreijährige. Das sind so Momente, die man einfach nicht vergisst. Das, was hier gerade ploppte, war dann offensichtlich seine letzte Gehirnzelle. Und genau aus diesem Grund wird die Sendung von Martini gesponsert. Die Flaschen haben ja alle einen Drehverschluss. Wundersamerweise hat sich der Korken hier in Luft aufgelöst. Gut, dass wir natürlich auch noch eine zweite Flasche hatten, die wir dann noch mal vernünftig aufmachen konnten. Das ändert rein gar nichts, wenn die andere Flasche noch verschlossen ist. Unter zwei Flaschen hält man den Bums doch hier gar nicht aus. Hat mich total wohlgefühlt. Es war einfach rundum schön einfach. Was denkst du? Nee, was denke ich? Ich mag halt Dinge mit Bedeutung. Dann schau dir einfach Game of Thrones an. Weißt du, wovor ich am Anfang immer Angst hatte? Wovor? Dass bei uns still wird. Aber, also die Stille kann auch schön sein. Und genau das denken wir uns bei Janni auch die ganze Zeit. Ich weiß irgendwie auch nicht, der Kuss zwischen ihr und Leander ist irgendwie die größte Lüge seit Manuel Neuers Hochzeit mit einer Frau. Dann ist es soweit, wer muss jetzt vor den Dream Dates die Sendung noch verlassen? Ich glaube auf jeden Fall, dass da jemand dabei ist, in den ich mich verlieben werde. Ich glaube, Janni kann auch ein sehr eifersüchtiger Mensch sein. Und ich weiß nicht, ob ich damit in einer Beziehung zurechtkommen würde. Ja, also, dass Melissa auf wirklich toxische Typen steht, das hat sie ja bei Love Island schon wirklich eindrucksvoll bewiesen. Wie aufdringlich soll Janni eigentlich sein und RTL so? Ja. Ich brauche jemanden, der mir auch mal Grenzen zeigt und mir sagt, wo es lang geht. Kann es sein, dass sie einfach zu viel Zeit mit Janni verbracht hat? Gut, wir kennen natürlich die Antwort. Wir waren ja leider die ganze Zeit dabei. Ich habe jeden einzelnen von euch ins Herz geschlossen. Ich, wenn ich mir eure Kommentare unter dem Video durchlese. Leander, Daniel, du hörst mir zu, nimmst mich ernst und respektierst mich vor allem. Janni. Was ist los? Was genau hat sie getrunken? Also ich befürchte, diese Martini-Fioro-Geschichte hinterlässt wirklich nachhaltige Schäden. Moritz, von dir würde ich mich gerne verabschieden. Moritz ist raus und sein Gesichtsausdruck so, scheiße, jetzt muss ich mir offensichtlich doch wieder einen richtigen Job suchen. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Das war die unangenehmste Nacht ever bei der Bachelorette. Mein absolutes Lieblingsvideo ist allerdings das hier, Bauer sucht Frau Extreme. Ich dachte immer, ich hätte die schlimmsten Dates, aber nein, es ist Simon. Klickt unbedingt rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die ganze Folge verlinke ich euch in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.